Sumara, hi, ja, ich bin wieder da. Und wo einer läuft bei euch? Ja, ich versuche gerade das Far Cry 5 zu starten, aber irgendwie gibt es dann viele in der Anwendung, sagt mir Steam zumindest. Andauernd auch, wenn ich Steam neu starte. Überprüft das jetzt gerade auf Fehler, das Spiel. Mal gucken. Eben erst einen 9-Stunden-Stream mit der epischen Raid fertig geschaut. Ja, boah, Alter, das war auch was, ey. Sea of Thieves. Nur eine Raid in den 9 Stunden. Sehr heftig. Ich spiele auch gerade Far Cry 5. So war ich schon voll in das Bayerische. In das Englisch-Bayerische, gell? Echt? Und wie weit bist du, Raven Kiss? Peachy, du knackst. Das sind meine Knochen. Spielst du allein oder zu zweit? Also ich habe jetzt halt Steam komplett zugemacht und dann ging es jetzt, weil dann ist automatisch das Spiel nochmal neu gespielt. Ja, das habe ich bei mir auch schon jetzt ein paar Mal gemacht, aber es hat trotzdem den Anwendungsfehler. Aber ich lasse es gerade durch auf Fehler überprüfen hier. Ah Steam. Ja. Okay. Und dann gucke ich gleich mal, es läuft gerade so ein bisschen durch. Oh, die ist ja cool, die Knarre. Los Canonos. Hey, schön dich zu sehen. Hey, hey, hey. Das ist ein echter Freund fürs Leben. Wenn Faith dich einmal in ihren Klauen hat, war's das. Wo sieht man, wie weit man ist? Naja, also ich würde jetzt sagen halt, wie weit du die Karte schon aufdeckt hast, oder? So ein bisschen. Da die Song. So weit bist du oder so weit bist du nicht? Oder wie viel du halt hier so gemacht hast. Rekrutierte Spezialistin, abgeschlossene Aufträge, befreite Sekte aus dem Posten, zerstörte Eigentum der Sekte. Okay, Peachy, dein Mikrofon knackt. Allein, ah. Allein. Das ist ca. 35%. Ja. Okay. Na. Hast du noch einiges vor dir? Ja, wir auch. Wir auch, ja, wir auch. Wir lassen uns von zu viel ablenken. Ja, lass mal dahin. Ja, lass mal dahin, genau. Das ist wirklich schlimm. Wir müssen eigentlich wirklich strikt. Strikt. Ja, eigentlich schon. Aber ich sehe gerade. Oh, in 439 Metern ist ein Schatz wieder, gell? Ach, siehst du? Siehst du? So geht's nämlich los. Ja. Aber ist das nicht cool? Das ist cool. Der Boomer will Planschen gehen. Ihr spielt wohl immer zusammen. Wir spielen Far Cry 5 jetzt gerade immer zusammen. Ja. Bis das Ende kommt. Wie Bulla den Schwanz jagt. Wie geil. Wie du schierst dabei Truthähne. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten. Aha.
Aha. So, Daten erfolgreich überprüft. Dankeschön. Dann möchte ich jetzt gerne Far Cry 5 starten. Starte das Spiel. Nice, woher kennt ihr euch? Woher, wo haben wir uns das erste Mal gelesen? Ich glaube, kann es sein bei GNU oder so? Das kann gut sein, ja. Oder ja, vielleicht hat sie was gehostet und ich bin zu dir oder so. Ich weiß nicht mal. Also ich glaube, ihr habt mal was zusammen gemacht. Ich meine, GNU und ich haben ja auch viel zusammen gemacht in den vergangenen Momenten. Aber ich glaube, hier hast du auch mal was gemacht und da bin ich dann auf dich gestoßen irgendwie. Ja. Also durch Spielen auf jeden Fall und Twitch. Beziehungsweise, wie ist es dazu gekommen? Ich war dann bei ihm und dann haben wir irgendwie gesagt, was zusammen spielen und dann war halt irgendwie Far Cry 5. Dann habe ich mir das auch geholt und habe gesagt, okay. Okay, ja. So ist es eigentlich gelaufen. Autoreparatur, Rebell, Gewehrmeister, Saboteur, flinke Finger, Attentäter, leiser Sprinter, Attentäter, Sprengmeister, Takedownmeister, primitiver Meister, Nahkampfmeister, Meister, Schlossknacker, zurückwerfen, Geist. Dschungelkönig, Kerngriffe verursachen weniger Schaden, Raubtiere außer Tschüss, was ist denn das? Greife nicht an, sondern Gegner in der Nähe an. Beutetiere fliehen seltener vor dir. Aha. Schwarzmarkt. Verentzündungs- und Annäherungssprengstoffe, Molotow-Cocktails, Robbenhaft. Reisetasche, schafft Platz für mehr Gegenstände in deinem Inventar. Ja, hol das. Jawohl. Jetzt haben wir keine Punkte mehr über. So. Nice, so einfach geht's. Ja, so einfach geht's eigentlich. Man muss halt einfach nur quatschen, ne? Die sagen, ja, hallo. Hitze Pfirsich. So. Jetzt bin ich gespannt, ob Steam das Spiel startet. Wenn nicht, dann weiß ich echt nicht weiter. Ich habe jetzt den Download-Cache nochmal geleert. Hey, was rutscht denn du dir so? Okay. Oh, ich weiß schon, was wir dann machen. Prozess für Far Cry 5 konnte nicht gestartet werden. Zugriff verweigert. Warum zur Hölle ist das so? Uplay hast du offen, oder? Uplay habe ich offen, ja. Ist jetzt crazy. Okay, bei crazy geht Siri an. Wow. Geil. Läuft, würde ich sagen, oder? Bei mir zumindest. Bei Siri zumindest. Hallo, Ma'am. Hallo, Ma'am. So, hier schaut. Wenn ich auf Uplay gehe und auf Far Cry gehe, dann ist der Button Spielen bei mir ausgegraut. Ich kann das nicht über Uplay dann direkt starten. Hast du vielleicht. Hä? Hast du beim Taskmanager geguckt, ob das offen ist? Ja, ich habe eben meinen ganzen PC neu gestartet. Das
Das ist ja komisch. Oh Mann. Warte mal, da ist trotzdem ein Prozess offen. Wieso das denn? Ich habe eine Feder, die ich verkaufen will, aber die kann ich nicht verkaufen. Beziehungsweise. Sandwirbel, huhu. Danke für deinen Host, Sandwirbel. Vielen, vielen Dank. Und hallo an deine Zuschauer natürlich. Seid gegrüßt. Das ist der Blackscreen Simulator 2018. Oh nein, jetzt habe ich was verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Oh nein, ich bin noch doof. Naja, egal. Nein, so doof denn auch wieder nicht. Doch. Ich habe die Karten verkauft. Hanbane River ist jetzt ein verdammter Albtraum. So was Doofes. Oh, 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 oh. TS oder Discord? Wenn, dann gibt's nur TS. Aber im Moment auch nicht, weil ich mit dem Tamiro zusammen spiele. Ah ja. So. Dann, Also normalerweise sollte ich mit ihm zusammenspielen. Ja, hier läuft gerade Anmeldung. Ah, ich habe ein Bild. Juhu! Ich habe ein Bild. Also dann kann ich dich einladen jetzt. Kann ich sagen, Duro, komm jetzt ins Spiel. Willst du mit mir spielen? Ja. Yeah. So, Einladung ist raus. Hast du nicht davon? Was habe ich nicht davon? Du meinst nichts davon, oder? Doch, TS-Hobby. Wie sie hören. Danke, Bill. Schlaf gut. Danke dir nochmal. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt in deinem Stream. Guten Abend, guten Nacht. Mit Fußen bedacht. Mit Näglein besteht. Schlaf unter die Decke. So. Hast du Einladung gekriegt? Ja, habe ich und ich bin auch da. Ah. Vetrix, danke schön für dein Follow. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich sehe dich, hallo. Hier. Und Leute, wow, was zur Hölle? Das war mein Willkommenspräsent. Ach, du warst das. Ja. Und es hakt auch nicht mehr. Okay, cool. Es wurde repariert. Ah, wunderbar. Willst du uns zum Schlafen bringen? Na, natürlich nicht. Ich werde eventuell demnächst GTA mit ihr zocken. Was machst denn du jetzt so? Wollen wir zum Schatz gehen? Ja, lass uns zum Schatz gehen. Lass uns weiterhin ablenken von der Hauptmission. Ja! Ja. Wupp, wupp. Schau, wie sich Boomer freut. Boomer sehe ich gerade gar nicht. Oh, Drogen. Oh, Drogen. Wie? Oh, da war ja, die Dame du? Wieder. Ich bin ja durchgelaufen. Ach so. Drogen nehmen. Da wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Sucht gesehen. Oh, Blut. Eine Blutspur? Ja. Warst du das? Ja.
Okay. Jetzt wird das gerettet. Sehr gerne, dann können wir das da oben auch noch. So. Schrein haben wir auch zerstört. Hä? Ich habe eben einen Truthahn erledigt. Ein wilder Truthahn. Ach so, aber der greift noch die Dame an. Der Truthahn. Ja, den Truthahn habe ich gerade eben erledigt. Ach so, bei mir nicht. Also bei mir war er noch da. Die Dame hat geschrien. Das war wohl noch ein anderer Truthahn. Ach so. Ah ja, das ist ein zweiter, genau. Aha. Oh, okay. So, wohin müssen wir denn? Crash the world. Hello. Geradeaus durch die Drogenfelder durch. Oh. Und dann runterhüpfen. Aua. Ja. Yeah. Okay. Läuft doch. Das läuft. Oh, guck mal. Da haben wir es gefunden. Plündern, Gehäuse. Ich glaube, der hat nicht so viel Glück gehabt wie wir. Ich glaube, der ist da runtergefallen, gell? Was? Hast du jetzt geschossen? Ja, ich habe seinen Kopf geschossen. Du hast einen Boomer verschreckt. Nein. Die Frau glaub, ist wieder da. Ich glaube, wir müssen jetzt aber... Jetzt sind wir weg. Alter, was ist mit der denn? Aha. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ich glaube, der wollte auch... zum Schatz. Wie heißt er bei Twitch, der mit dir spielt? Das ist der liebe Tamero. Hallo. Hallo. Ihr könnt übrigens, wenn ihr bei mir seid, Ausrufezeichen Multi angeben, dann könnt ihr uns beide sogar sehen. Das ist nicht wunderschön. So schön. Nein. Der Name steht auch in der Beschreibung da drin. Oh, Puma-Haut. Geil. Wasserratte. Nee, nicht Multi. Auch nicht mit Y. Wow, was ist da los? Multi? Oh, hier. Siehst du? Siehst du schon? Oder siehst was? Du das wie? Nicht? Wo? Das Geld. Riechst du es? Ach, kannst du ja schon schnüffeln? Schnüffeln. Mhm. Okay, lesen. Prepper-Notiz an alle Kugas, die das lesen. Mein Kumpel und ich haben ein paar gute Sachen in einer Höhle hinter dem Wasserfall versteckt. Um reinzukommen, muss man den Fluss unterbrechen und sich abseilen. Wow, Knockout. Dankeschön für 1500 Bits. Schlaf gut. Dankeschön, Mann. Sehr, sehr cool. Oh nein! Der Boomer regelt. Hi, Tammy. Ich habe jetzt Chips und Kölsch und google jetzt dich auf TV und schlaf dabei ein. Gute Nacht. Ticket, dann macht das Wort sagen, glaube ich, ja keinen Sinn bei dir, oder? Was ist da los? Was ist denn da bei dir? Achso. Stinktier! Oh wow! Ein Stinktier! 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 Okay, wir sind gestorben. Nein. Okay, beim Fluss, wir müssen das Wasser irgendwie. Boah, da ist ein Bär! Knockout, was? Wieso? Hast du heute Geburtstag? Nee. Wer? Zuschauer bei mir gerade. Happy Birthday! Oder? Knockout? Hast du Geburtstag? Nee, oder? Oh lol. Okay, ich glaube, wir müssen das jetzt halt irgendwie abstellen. Knockout, das ist ja geil. Du hast Geburtstag und ich bekomme 1500 Bits von dir. Du kannst meinetwegen jeden Tag Geburtstag haben.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Na Gott, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday, lieber Knockout. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, sorry. Happy Birthday to you. Oh. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Brian, vielen Dank für dein Follow. So. Wir kommen jetzt da rein. Ja, wir müssen hier rein, ne, oder? Ich glaube schon. Also irgendwie müssen wir jetzt das Wasser dann abdrehen. Warte mal, und dann abseilen, hat der gesagt, gell? Also jetzt müssen wir erstmal das Wasser weg da. Wir müssen dann abseilen. Uns abseilen. Ach so. Hinter dir. What? Hey. Genau, deswegen. Miezi. Oh. Miezi. Oh, ich komme da gar nicht mehr raus. Oh, yeah. Ich komme nicht mehr raus. Hast du geregelt? Loge. Ja. Yeah. Okay, vielleicht kommen wir von hier. Wasserratte, vielen Dank für den Follow. Wie passend gerade. Alice, Lady Alice. Hallihallo, Alice. Grüß dich. Alice Popelis. Wir müssen da irgendwie hoch, gell? Verstopft. Ja. Oh, oder... Ah, warte mal. Oder vielleicht müssen wir... Wo war denn noch die... ich bin drin. Wie bist du da jetzt rein? Das sage ich dir nicht. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Dann mach mal. Du musst unten rein in der Höhle, wo du eben warst. Ja, die suche ich gerade. Ich habe mir gerade gedacht, das ist bestimmt die Höhle, wo wir dann nochmal. Ja, genau, dann musst du da von unten halt hoch. So, ich habe zumindest das Rad und jetzt kann ich den Wasserfall anhalten. Ja, dann mach mal. Boomer schwimmt gerade schön. Wo denn? Ach da. Ach so, du hast es. Und dann müssen wir uns abseilen nach unten. Halte den Wasserfall an. Ah, okay. Okay, komm. Dann jetzt runter. Warum denn eigentlich abseilen? Ah! Weil wir nicht ganz runter müssen, ich verstehe. So. Ach so. Jetzt bist du ganz unten. Ja. Hallo. Uhu. Ich warte auf dich. Jetzt kann ich von da oben gar nicht mehr da rauf. Oh Mann. Ist cooler. Scheiße. Du hast es viel cooler gemacht als ich. Ja, geil, ne? Ich habe nur das gemacht, was angeschafft wurde. Leute, ihr müsst unbedingt älter werden. Bin nach der Arbeit direkt auf der Couch mit sehr unnatürlicher Position eingepennt mit tun Stellen weh, die kannte ich vorher noch gar nicht. Guten Morgen. Hey, Brize. Glaub mir, ich kenne das. Oh, ist das gruselig hier drin. Ich warte, bis du kommst. Ja. Bin gleich da. Ich muss mich, glaube ich, nur abseilen da irgendwie, ne? Ja. Kommst von oben? Ja, irgendwie glaube ich, ich hoffe, dass ich von oben irgendwie komme. Also nicht loslassen, gell? Abseilen. Muss schon mal gucken, wo ich. Ach, da muss ich hin. Okay. Knockout. Alter, danke für dein Sub, den du Brian geschenkt hast. Sehr cool. So, was muss ich denn hier machen? Wie kann ich denn abseilen? Loslassen? Nee. Nein, nicht loslassen. Abseilen, ich glaube rechte Maustaste, oder? Rechte Maustaste.
Ah ja, 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 ja. Stopp, ja, stopp, ja. Stopp. Dann langsam, langsam. Und jetzt schwingen zu mir. Und dann loslassen. Wow. Hervorragend. Okay. Okay, komm. Wunderschön. Oh. Na Gott, vielen, vielen Dank. Wow. Ja, was ist? Voll viel. Oh, Geld. Gib mir alles. Money. Und Hefte. Money. Tittenhefte. Geil. Money, money. Money, money. Notiz des Widerstands. Ich bin für eine Weile auf meinem Posten geblieben. Die Anführer sind paranoid. Alles, was hier bewacht werden muss, sind diese Knochen da. Ich war das nicht. Ich gehe zurück ins Gefängnis, wenn du was gegen Edens Geld hast und einen sicheren Unterschlupf suchst. Ist das für den Anfang ein guter Platz? Das ist auch geil, wenn man dann selber zurück ins Gefängnis geht, ne? Freiwillig. Wow, Alice, Lady Alice. Oh nein, bin ich jetzt schon wieder in einem alten Leute-Stream gelandet? Was ist denn da los? What? Alice, was stimmt denn nicht mit dir? Wow, ein alter Leute-Stream. Alte Leute. Hm. Erfahrene Leute-Stream, wenn dann. Also in diesem Stream ist definitiv Peaches die älteste von uns. Ja, kann sein. Ich stehe dazu. Ich find's geil. Ich find's geil. Ja. Hä? Warum ist das Wasser wieder hoch? Oh. Ja. Yeah. Wuhu! Bei mir eine Menge. Das glaube ich auch. Wow! Aua, aua! Oh, 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 oh! Wo sind denn da welche? Ach, da oben sind welche. Ja. Das ist irgendwo ein Scharfschütze gewesen. Das sind nur einige. Oh ja, stimmt, sehe ich. Weißt du schon? Ich schleiche mich von hinten an und erlege sie. Oh, hier kannst du nochmal Waffen kaufen. Oh, die sind schon weg, oder? Oh gut, dann erlege ich sie halt nicht. Ist ja nur Spaß. Alles, alles cool. Alles cool. Um 2 als ich, kurz. Und sie wird bald noch älter, reifer und geschmackvoller. Du meinst mich jetzt? Da hast du recht, ja. Ganz bald sogar. Peachy, lass sie nicht von den Kindern als alt bezeichnen. Die sind nur neidisch. Mei, also ich kann es ja überhaupt nicht bestreiten, gell? Also es wird jetzt bald noch ein Jahr älter. Ach, Ella, du bist selbst nicht mehr so ganz taufrisch. Okay. Dann musst du jetzt noch sagen, wie alt du bist. Ne? Dann ist, Wer denn? Ne? Alice. Ich angel! Du, ich habe Munition muss ich mal kaufen. Bist du interessiert? Ich habe $18,000 auf dem Konto. Geil! Habe ich jetzt was oder nicht? Nö, nee, ne? Knockout, Mann. Geht's gut. Hm. Dankeschön. Alter. Um 2 Jahren bin ich 30. Um 2, also bist du 230 oder was? Sehr gut. Alter, du kratzt an der 30. Ah, okay. Na, dann ist ja gut. Das ist ja noch jung. Das ist doch jung. Oh, ich bin seit einigen Jahren 25 plus. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Nein, ich werd dieses Jahr 35. Echt? Wann hast du Geburtstag? 5. August. Hast du echt noch bis hierhin, gell? Ja. Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Ja, ich möchte deine Lektion fürs Leben gerne gleich hören, aber ich will jetzt erstmal einen Fisch fangen. Sag mal, angelst du gar nicht mit? Nee. Du das Sprichwort? Bring jemandem das. Ich guck mir gerade an, was er im Petto hat, was ich mir kaufen kann. Ah, zum Beispiel diese Weste hier. Nee, ich bin aber voll mit Westen. Ah. Vielleicht muss ich auch erstmal lesen. Hallo. Hast du einen Moment? Vielleicht. Wie das geht?
Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Dauert es länger jetzt, bis der Fisch da Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Juhu, ich bin der Jungspund hier. Seid nett zu mir. Meine Steuer bezahlt eure Rente. Wasserratte, hi. Lol. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Sonst man sich fühlt dann eher so 80. Wow. Rente, der war gut, ja. Wasserratte 83. Ich will auch wieder 30 sein. Ja, Mann. Ich hab deine Lektion fürs Leben. Oder so. Bist du interessiert? Mitte 20. Das war, glaube ich, das Geilste. Wahre Fakten, Schwarzbarsch. Der männliche Barsch bleibt zurück und bewacht die Eier. Sie sind die perfekten Hausmänner der Fischwelt. Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Ach. Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Sehr cool. Ach, die Dame wieder. Können wir die angeln? Warte mal. Hey, was denn, wie ist denn Follow?